Moin zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Rumgucker und wir spielen Dark Parables, und zwar den Teil der Orden der Rotkäppchen. Das ist der Beginn der ganzen Geschichte. Es handelt sich um ein Wimmelbild, so ganz nebenbei. Wir haben ja auch schon die Glocken gespielt und heute geht es also die Geschichte weiter. Weiter ist gut. Erstmal, wie alles begann. So, lass uns mal gucken, was wir machen. Spielen. Wie spielen wir denn eigentlich? Leicht, mittel oder schwer? Nun, also ehrlich gesagt, Wimmelbildspiele spiele ich zum Entspannen, so nach der Arbeit, ne, so um ein bisschen runterzukommen, oder auch Sonntagabend ist das eine sehr beliebte Beschäftigung bei mir. Deswegen bleiben wir beleicht. Also viel Spaß. Kleines Mädchen, bist du in Ordnung? Ich bin Theresa, Anführerin der Rotkäppchen. Du musst nun keine Angst mehr haben. Lauf! Nicht mal die verhüllten Schwestern können die Königin der Wölfe aufhalten. Wenn der Vollmond in der kalten, einsamen Nacht hell erstrahlt, sich Legionen von Wölfen erheben und dein Land in ewige Dunkelheit versetzen. Drei Tage später, Vogesen im Mittelosten Frankreich. Willkommen in den Vogesen, Detective. Vor drei Tagen retteten die örtlichen Behörden ein gesuchtes Mädchen, das sich in dieser Gegend versteckt hatte. Es berichtete, dass von dunklem Nebel verdeckte Wölfe den Wald durchstreifen. Noch überraschender war, dass offenbar eine Frau mit leuchtenden Augen diese Biester kontrollierte. Ihre Mission ist nun, diese geheimnisvolle Person zu finden und die Wölfe aufzuhalten. Treten Sie zwecks Hilfe an den sagenumwobenen Orden der Rotkäppchen heran. Sie beschützen diese Region bereits seit Jahrhunderten. Ich habe Ihnen einen kraftvollen Mondstein gegeben. Dieses Relikt ist unerlässlich für Ihre Ermittlungen. Viel Erfolg, Detective. Nun, da sind wir also. Der Himmel sieht dunkler aus als zuvor, wie lange ich wohl bewusstlos war. Und woher der Wolf gewusst hatte, dass wir halt eben hier sind wegen, naja, du weißt schon. Möchtest du eine kurze Anleitung erhalten? Och nö, ich glaube, wir kriegen's hin, ne? Wir kriegen's hin. Wir nehmen den Mondstein mit, der scheint mir wichtig. Alles klar. Ja, das Ding ist leider im Eimer, aber immerhin, wir kriegen noch die Machete. Na, siehste. So. Ich weiß, es ist total sinnlos, aber ich mag das, wenn in Spielen solche Kleinigkeiten eingebaut sind. Die Kutsche wurde komplett zerstört. Ich muss zurück in den Wald. Naja, müsstest du nicht erstmal Unterkunft finden oder so? Was haben wir hier? Hier liegt eine antike Steintafel, wo sie wohl herstammt. Was für ein Glück, dass wir hier gelandet sind, ne? Und der Weg ist durch zwei elegante und gegensätzliche Statuen verstärkt, jedoch fehlt das Herzstück in ihrer Mitte. Das werden wir schon finden, keine Sorge. So, nun denn, also, da geht's nur nach links weiter, hier nach rechts geht's nicht, also nur zu. Oh, Rotkäppchen, ein wunderschöner Umhang flattert anmutig im sanften Wind. Ein wunderschöner Wolf bewacht den Felsvorsprung. Ich sollte in diesem Tal vorsichtig vorgehen. Und da ist es, weshalb wir hergekommen sind. Unser erstes Wimmelbild. Jawohl. So, ja, das wird wohl etwas schwierig zu erklären. Da findet das Dingelchen. Okay. Das ist, ich suche mal nach Sachen, ne? So. Okay, zack. Ich suche nach Dingen, ne? Also,
Nicht, dass ihr euch wundert. Und ehrlich gesagt, ich finde es total schön, diese Sachen, die dabei rauskommen. Also richtig schön. Aber ich gucke eigentlich nicht mehr nach da unten, was fehlt noch, sondern gucke eigentlich nur noch, was passt in die Szenerie nicht hinein. Okay, das heißt, naja, vielleicht könnten wir jetzt mal gucken. Also so ein Geschnörkelse und so ein Füllhorn. Okay, ein Geschnörkelse und ein Füllhorn. Das ist ein Füllhorn, aber nicht das Füllhorn, das wir suchen. Mensch, das geht ja gut los, ne? Hey, ich kenne mich aus. Da oben ist das Geschnörkelse. Und das Füllhorn ist, ja. Hä? Wo ist das Füllhorn? Gib mir das Füllhorn. Ich will das Füllhorn. Es ist das erste Wimmelbildspiel, da kann ich doch nicht mal zu... Da. Okay, so. Gar nicht schlecht. Neuer Gegenstand gefunden. Ein Füllhorn. Nee, das ist die neblige Kugel. Aber erstmal sehen wir uns das hier an. Was ist das denn? Oh, sieh an. Den Stein nehmen wir mit. Und unter dem Stand ist eine Tafel in das Abbild eines Skorpions eingraviert. Mhm. Und der Felsvorsprung mit dem Bildnis eines Skorpions. Eine kleine Hütte scheint der Vorposten zu sein. Doch, sie wird schon lange nicht mehr bewohnt. Woher weißt du das? Na gut, ja, okay. Der Umhang ist schon cool. Hallo. Oh, ich hab's verscheucht. Entschuldigung. Gut, dann basteln wir mal die neblige Kugel hier ein. Hey. Hey, wir haben sie gerade erst repariert, okay? Und jetzt das, meine Güte. Na gut, der Weg wird durch dichte, dornige Ranken blockiert. Wie gut, dass wir eine Machete sehr dabei haben. Yay. Ja, hallo. Oh. Was für heiße Stiefel. Kapitel 1. Okay, guck mal, warum kugelt der Wolf so? Das ist nicht... Er ist schon den schwarzen Rauch. Er scheint nicht aus unserer Welt zu stammen. Ja. Hier liegt noch ein Getöse rum. Im hinteren Winkel dieses Lochs ist ein glänzendes Objekt. Ich kann es nicht erreichen. Wer bist du? Hi. Helfen Sie mir, das Mondblumenkraut hier in der Nähe zu finden, Detective, um das Gift aufzuhalten. Klar. Wie sieht das aus? Der Nebelwolf hat mich mit seinen lebenden Krallen vergiftet. Ups, okay. Helfen Sie mir, das Mondblumenkraut hier in der Nähe zu finden, Detective. Klicke auf diese Schaltfläche, um deine aktuelle Aufgabe anzusehen, ja? Das Rotkäppchen ist verletzt. Finde eine Möglichkeit, es zu heilen. Natürlich. Was haben wir hier? Vorne an der bronzenen Scheibe findet sich ein kleines, einzigartiges Pilzsymbol. Okay. Da geht's auch noch irgendwo hin. Was ist denn das? Durch den Nebel kann ich nur schwach eine Figur ausmachen. Wie merkwürdig. Was haben wir hier oben? Ein Pfeil. Der antike Wegweiser deutet geradeaus, aber da ist nichts außer dem leeren See. Und hier ist auch nichts weiter drin. Aber es wird wieder gewimmelt. Okay, Rotkäppchenfigur, natürlich. So, dann wollen wir mal gucken. Was müssen wir denn alles finden? Erstmal, was sieht ungewöhnlich aus? Was passt hier nicht hinein, ne? Und passt da auch nicht hinein? Auch nicht. So, das auch nicht. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Korb und die Hände. Die Hände. Das sind auch Hände, aber die wollen wir nicht. Nein. Einen Korb und die Hände. Korb. Da ist der Korb. Noch eine Hand und so ein blaues Gedingse. Da ist das blaue Gedingse und wir benötigen noch eine Hand. Eine Hand. Na siehste. Voll schön. Naja gut. Okay, wer es mag. Eine Rotkäppchenfigur. Hurra!
Was haben wir? Hier befand sich wahrscheinlich eine astrologische Vorrichtung. Und hier geht's nicht weiter. Ein nebliger See zu den prachtvollen Bergen. Nee, der Tipps. Weg ist die Libelle. Okay, so, ja, wir suchen dir mal irgendein Getöse. Auf dem Kartenabschnitt wird dein aktueller Standort sowie interessante Bereiche markiert. Klicke auf den Kartenausschnitt, dann wird die gesamte Markkarte. Ach, guck, du bist hier. Und hier ist ein interessanter Bereich. Und da wartet eine Aufgabe auf dich. Jawohl. So, na gut. Und schon wieder gewimmelt. Nee, das ist ein Minispiel. Passe die Position des Wolfs so an, dass Rotkäppchen sie besiegen kann. Was? Bitte? Passe die Runensteine an, um das Meer zu vervollständigen. Also, das und dann nach... Nee. Hä? Also hier würde ich sagen, gehört das dahin. Und hier nach oben. So. Okay. So, das haben wir schon mal. Passt die Runentasten an, das Muster zu vervollständigen. Was denn für ein Muster? Okay. Haben wir. Passe die Position so an, dass Rotkäppchen sie irgendwie sehen kann. Okay. Kommt mir das nur so vor, das ist so einfach. Noch ein. Yay! Wir haben einen Mond bekommen. Einen silbernen Mond, um genau zu sein. So, hier haben wir eingeschaltet durchgegangen. Frage mich, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ah, uns fehlen noch ein paar von den Yin- und Yang-Dingern. Da ist aber eine Kugel zu viel, ne? Die müssen wir auch mitnehmen. Ups, Entschuldigung. Grünes Auge. Gehört das da rein? Nee, gehört der Mondstein da rein? Auch nicht. Gehört der Mondstein möglicherweise dahin? Nein, nein, sorry. Hallo. Dich nehmen wir mal mit. Wer bist denn du? Wie seltsam, das Denkmal. Oh, das erste Rotkäppchen. Ach, die müssen wir sammeln. Was? Dieses Denkmal eines jungen Prinzen ist im Schnee eingefroren. Wurde er hier von Wölfen eingefroren? Boah. Er wurde auf jeden Fall ziemlich verletzt. Hi, Hasi. Hasi ist weg. Und hier geht's auch noch weiter. Sollten wir uns wirklich so weit hier wegbewegen? Okay, den Stamm nehmen wir mit und den Mond werden wir dafür los. Cool. So, was haben wir denn hier alles? Nein, 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 Leute, warte, ich war zu schnell. Hier haben wir eine Mondblume. Ein paar Tropfen des Mondblumenkrauts einsammeln und die verletzte Schwester bringen. Ja, die nehmen wir mal mit. Wir räumen hier erstmal die Bude leer, ne? Das war ja klar. So eine Reißzahnspitzhacke und ein langer Ast. Aha. Okay, was denkst du, was wir damit tun sollen? Okay, so. Hier geht's nicht weiter. Da geht's erst recht nicht weiter. Können wir zurückgehen? Hier sollten wir was tun, ja. Ein Pilz. Nichts mit dem Reißzahn. Okay, nein. Ich gehe mal wieder zurück. Hier haben wir doch bestimmt irgendwas. Nee, siehst du, da ist nämlich nichts mehr. Ein Skorpion. Was kann denn ein Skorpion wollen? Kann ich das Zeug irgendwo mitnehmen? Nö. Nix. Die Baumwurzeln reichen bis tief in den Boden. Okay. Hier gibt's nix. Was? Nee. Okay, hier gibt es etwas zu tun. Das Gift ist viel stärker als ich. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Das Gift ist viel stärker als ich. Ich weiß nicht, das Gift ist viel stärker als ich. Damit können wir wohl gerade nichts tun. Okay, hier können wir auch nichts machen. Da, warte mal, was haben wir denn hier? Dieser antike Bereich sieht aus, als würde es bald zerfallen. Könntest du noch mehr kaputt machen? Ja!
So bekommen wir den nächsten Mond. Alles klar. So. Und hier kommen wir dann an das Dings daran. Yay. Im ersten warmen Sonnenlicht erblüht die Mondblume sofort. Cool. Ja, was? Nein. Ich muss ein paar Tropfen einsammeln, aber ich habe kein Gefäß. Kann ich irgendwas als Gefäß benutzen? Wohl nicht. Gut. Halt, warte. Ist hier noch irgendwas drin? Nee, ist da nicht. Gut, ich gehe mal wieder zurück. Nein. Spitzer Stein. Warte mal, kann ich diesen spitzen Stein hier vorne anwenden? Nee, den Reißzahn auch nicht. Ich brauche irgendetwas als Gefäß. Nein, warte. Hier. Da ist, aber ich kann es nicht erreichen. Vielleicht so. Ja, juhu. Ein Gefäß. Leere Flasche. Wenn man aufschätze, können das haben wir gleich. So. Yay. Das reicht schon. So, hier. Vielen Dank, Detective. Ich bin Ruth. Ich weiß, dass Sie die Hilfe des Ordens der Rotkäppchen ersuchen. Nehmen Sie diesen speziellen Schlüssel und treffen Sie mich beim ausgehöhlten Baum. Okay. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Ja, danke sehr. Beim ausgehöhlten... Halt, warte mal. Jetzt könnten wir hier gucken. Der Baum dreht und wendet sich, als hätte die Erde seine Wurzeln beschädigt. Ist sehr verdächtig, wenn ich das mal bemerken darf. Sehr, sehr verdächtig. Was war das? Chamäleonobjekte. Oh nein. Mit jedem gefundenen Chamäleonobjekt lädt sich der Tippgeber. Oh nee, da muss ich natürlich die anderen Wimmelbildszenen, die anderen Szenen auch nochmal absuchen. Nein. Aber ich versuch's trotzdem. Nein. Gibt es hier auch Chamäleonobjekte? Oder hier? Irgendetwas, was sich bewegt? Habt ihr schon was gesehen? Nö. Das weiß ich nicht. Nein. Hier nicht. Hier auch nicht. Verändert sich hier etwas? Hier, warte mal, was ist das da, was da hängt? Die Keramikkreatur wird von... Warte mal, so. Ah, oh, guck. Okay, wir haben eine Bossfigur ergattert. Na, guck. Immerhin. Ah, schön. So, hier scheint mir aber nichts weiter zu sein. Hier auch nicht. Oh. Hallo. Das ist der Eingang zu unserem Geheimversteck. Okay. Faszinierend. Was haben wir denn hier? Bronzener Adler. Den müssen wir noch finden. Okay. Was sieht denn einem Adler ähnlich? Tadam. Getöse, Getöse, Getöse. Nein, auch nicht. Da. Ja. Sehr gut. Okay. Gut. Was haben wir noch? So eine Scheibe. So ein goldenes Gedingse und das da. Eine Kralle und so etwas wie ein Tannenzapfen. Hier ist Tannenzapfen, aber der ist nicht gemeint. Das ist nicht die Scheibe. Da ist die Scheibe. Okay, den Tannenzapfen und die Kralle. Ja. Du meine Güte. Oh, dieser Tannenzapfen war gemeint. Okay. Jetzt haben wir noch eine Kralle. Da ist die Kralle. Und noch den... Das wird wohl der Schnabel sein, ne? Wenn ein Adler da herausspringen soll. Oh, yeah. Da oben. So. Ein bronzener Adler. Ach ja, wer es mag. Na gut.
Du möchtest wahrscheinlich, das ist vermutlich so eine Art Rätsel, ne? Okay. Oh, die Pfotenabdrücke, vielleicht ein Wolf? Ja, der Wolf und das Rotkäppchen. Hi. Und der Schlüssel. Und, habe ich den Test bestanden? Das ist der Eingang zu unserem Geheimversteck. Naja, okay. An der Spitze dieses Baumes ist unser Geheimversteck. Sag bloß. Der Orden bildet hier seit Generationen aus und beschützt den Wald vor bösen Einflüssen wie den Nebelwölfen. In den letzten Tagen war ich auf Patrouille im Wald. Es ist wundervoll, endlich wieder nach Hause zu kommen. Das glaube ich dir gern. Unser Versteck wurde angegriffen. Ich sehe nach, was mit dem Observatorium ist. Detective, durchsuchen Sie das Versteck nach Hinweisen. Lohnt es sich nicht, ein bisschen vorsichtiger zu sein? Ich meine, vielleicht sind die Angreifer noch hier. Ist nur so ein Gedanke. So, wir sehen uns auch. Das Versteck, in dem Versteck wurde brachialer Schaden zugefügt. Isabella, das erste Rotkäppchen. Das nehmen wir mit. Zu erziehen, zu beschützen und zu ehren. Der Orden der Rotkäppchen. Na gut. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Aber da ist ein leerer Kreis ohne Steigplatz. Nein? Nein, bist du nur auf solche Ideen gekommen? Okay. Hier hinterher werden wir wohl nicht kommen. Ne? Nein, natürlich nicht. Gravierung. Ach, zurück können wir auch gehen. Interessant. Und dort, da kommen wir nicht lang. Okay. Wir werden ja verwöhnt in diesem Wimmel, in diesem Spiel von Wimmelbildern. Kopf der Jägerstatue sollen wir finden. Okay. Irgendwas hiervon? Natürlich. Ein Jäger. So. Das. Ja, und nun? Okay, der Kopf. Das kann sich auch unter Wasser befinden, ne? Das wäre Uncandy. Nein. Da, das Ding noch. Ein Stoßzahn. Die Borte. Und so ähnlich wie ein Fleur-de-Lis. Da. Ein Gesicht und eine heraushängende Zunge. Da ist das und das Gesicht. Na, siehst du. Yay! Gar nicht schlecht. So, was haben wir hier? Hier strömt viel Wasser über den Felsvorsprung. Warum ist das wichtig? Und ein Wolf. Aha, hier gehört irgendwas hin. Das erste Rotkäppchen. Da gehört auch etwas hin. Da fehlt eine Glocke. Da fehlt nichts. Hier fehlt ein Adler. Oh, der Adler. Ja, dem fehlen aber noch die Flügel. Okay, gehen wir mal nach oben. Ach du liebes bisschen. Ist ja riesig hier. Die Statue wurde bei dem Angriff beschädigt. Der Oberkörper, ein Teil des Körpers fehlt. Den Kopf hätten wir schon mal, aber wir müssen ja erst den Torso aufsetzen, ne? Was ist das hier? Oh. Eine Erdkugel. Klar. Warum nicht? Rotkäppchen. Hi. Ja, 3 von 4. Was, echt so viele schon? Großmütterchen. Ja, schön. Diese Andeutung. Das Gebäude scheint der Treffpunkt der Rotkäppchen zu sein. Da können wir aber noch nicht hin. Wir setzen erstmal die Flügel des Adlers ein, nicht wahr? So. Und dann kommen wir dort hinein. Und es wird schon wieder gewimmelt. Unglaublich. Ordne jede Waffe der richtigen Person zu. Was? Ach so. Okay, wie kann ich die bewegen? So kann ich sie bewegen. Ja, ist aber nicht ganz richtig. So, also, ich würde mal sagen,
Du brauchst Pfeil und Bogen. Genau. Du hier brauchst Schild und Schwert. Oder? Ah, gut. Theresa, Eldra, Ruth, Jessica und Rose. Finde zwei übereinstimmende Bilder jedes Rotkäppchens. Das sind sie wohl nicht. Da. Nee. Na. Oh, das ist schwieriger als gedacht. Das gibt's ja nicht. Die hatten wir doch auch schon. Da ist sie. Nee. Hä? Wieso stelle ich mich so blöde an? Sie ist doch diese hier. So. Die hatten wir doch nicht, glaube ich. Sie ist... Nein. Auch nicht. Auch nicht. Da. Sie ist die hier. Nein. Da. Da haben wir sie. Der Torso. Ausgezeichnet. Den Waffen und Auslagen zu urteilen, muss das der Übungsraum sein. Ein Wolf, dem die Faustzähne fehlen. Okay, einen haben wir. Eine Uhr. Was ist das da? Weiß der Kuckuck. Hier fehlt noch was. Die Form eines Palastes. Das nehmen wir mit. Hier fehlt ein Schlüssel, um den Schrank zu öffnen. Na gut, setzen wir mal erstmal den Torso zusammen. Wo war der noch? Hier. Also. Nee. Oh doch, passt. Yay. Da öffnet sich die Tür. Was haben wir denn da? Detective? Ich bin der Spiegel der Wahrheit. Ich wurde Isabella übergeben. Dem ersten der Rotkäppchen. Sie rettete einst Schneewittchens Sohn vor einem brutalen Wolfsangriff. Vor einer Stunde kamen Nebelwölfe durch das versteckte Portal und überwältigten die Schwestern. Die Wölfe werden von der furchtlosen Königin der Wölfe angeführt. Sie hat die Schwestern in das sagenumwobene Nebelreich verschleppt, wo sie auf ihr Verderben warten. Es gibt eine Möglichkeit, die Königin aufzuhalten. Aber alleine schaffen Sie das nicht. Sprechen Sie mit Ruth. Ihr müsst euch in das Nebelreich wagen und die Schwestern retten. Natürlich, sehr gern. Ziel aktualisiert. Sieh mal einer an. Spieglein, Spieglein an der Wand. An dem großen Tisch haben die Schwestern wahrscheinlich Sitzung abgehalten. Klingt, sieht nach einem überstürzten Aufbruch aus. Sieh da, Rotkäppchen, die wahre Geschichte. Okay, und hier haben wir Uhrenzeiger. Na gut, das Porträt zweier Schwestern. Also eine Uhr können wir jetzt... Warte mal, können wir da nicht schon was einsetzen? Nö, auch nicht. Nein. Was haben wir hier? Da kommt ein Getöse hinein, aber nichts, was wir haben. Okay, gehen wir mal zurück. Hatten wir schon? Oh, ihm fehlen die Augen. Aha. Nicht, dass es jetzt besser wird. Das mitnehmen können wir aber nicht. Okay. Da fehlt die Glocke. Dem fehlt was. Achso, können wir das vielleicht mit dem Hebel? Ja. Sehr gut. Ein Stamm, wozu auch immer wir den benötigen. Äste. So.
Was haben wir denn hier? Da fehlt mir, da gehört doch die Uhr hin, nicht wahr? Oh, ein Schlüssel, sehr gut. Und ein Hammer. Gar nicht schlecht. Nee. Da brauchen wir Pfeil und Dings. Ein Hammer, ein kleiner Schlüssel. Wofür war denn nochmal der kleine Schlüssel? Dafür war der kleine Schlüssel. Oh. Ups, da war ich ein bisschen schnell. Mondfassung. Naja. Hammer. Tja. Was kann ich denn mit dem Hammer machen? Nee. Auch nicht. Was kann ich denn mal mit dem Hammer machen, außer den Spiegel kaputt? Nein. Oh, warte, was haben wir da? Oi. Ach, der nächste Reißzahn. Ja, guck. Das machen wir nochmal eben. Halt. Wolf. Es ist nicht dieser Wolf, nach dem Sie suchen. Hä? Wo ist der Wolf? Ach, das war dieser Wolf. Okay. Yay, ein Wolf. Und da bekommen wir Dinger. Zielübung. Die Schwachstellen der Nebelwölfe sind an diesem Modell eingezeichnet. Okay, elegantes Schwert. Na super. Okay, gehen wir mal zurück. Und das können wir doch schon mal hier einsetzen. Juhu. Okay, gut. Ich bin schon ein bisschen über der Zeit. Oh, meine Güte. Okay, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns ja, beim nächsten Mal wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.